Hallo, guten Tag, hier ist der Volker Schäffler. Ich grüße euch. Muss gerade mal sehen, ob die Musik der Bäume spielt. Ich hatte die gerade gespielt. Sekunde mal bitte. Bäume machen Musik. Und so spielt eine Birke. Jeder Baum spielt eine andere Melodie. Habe ich entdeckt. Tut mir leid, ihr kommt zu spät. Um richtig gut zu sehen, muss man, nein, nicht unbedingt eine Brille haben, sondern alt werden. Dann hat man die Zeit dazu. Okay, deshalb, oh, ist zu Ende. Deshalb bin ich auch der Wolkenflüsterer. Ich habe 2500 Wolkenbilder gemacht. Wer sieht das schon? Die bleiben an der Ostsee. Wolkenbilder bleiben nur 3 bis 4 Sekunden am Himmel, sind dann weg. Für alle Zeiten, aber nicht für alle Zeiten, weil ich habe sie fotografiert und sie sind alle in Facebook drin. Wolkenflüsterer. Habe natürlich noch andere Gruppen dort. Zum Beispiel Schwäne leben frei. Wir haben 100 Schwäne im Winter hier, die ich immer füttere. Und so weiter. Könnt ihr mal angucken, wie schön das ist. Natürlich gibt es auch eine Gruppe von Hachiko Schönberg und es gibt eine Gruppe. Information außerhalb der Lügenmädchen. Nicht Mädchen, Lügen Mädchen. Wenn ich das bei Google spreche auf meinem Tablet, dann kommt immer Mädchen raus. Ja, sind auch schön, aber Lügen Mädchen. Da sind alle Informationen drin oder sagen wir mal die aktuellen Informationen. Aus der letzten Zeit von QAnon beispielsweise, die satanische Elite wird ja verfolgt in den USA zurzeit. Ja, da läuft einiges ab. Es sind einige tausend Anzeigen gemacht, die alle verfolgt werden. Einige haben schon Fußfesseln, elektronische, damit sie nicht abhauen. Aber es geht um die ganz, ganz hohen der satanischen Elite. Selbst Guantanamo ist vorbereitet mit 1000 Marinesoldaten, um die ganzen Verbrecher dort dann unterzubringen und zu bewachen. Es ist alles, man sagt, es ist ein Kampf der Logen. Ihr wisst ja, die Welt ist ja unterteilt, ist ja mafiös aufgeteilt in Logen. Die Bilderberger sind ja längst nicht die stärkste Schattenregierung oder Schattenmacht, sagen wir besser, Schattenmacht. Die haben nur so eine mittelmäßige Entscheidungsmacht. Darüber gibt es ganz andere Logen noch, bis hin zu den Jesuiten und zum Papst und schwarzen Papst und selbst der Kreml steht ganz oben mit dabei. Ihr braucht euch nicht Sorgen um Putin. Putin hat auch die Macht. Und so, ich will das alles nicht zu lange machen. Wer mal richtige Informationen möchte, der geht doch bitte in Facebook in meine Gruppe Information außerhalb der Lügenmädchen. Medien. So, dann wird er sehen und hören und lesen, was da alles für Dinge sind. Das sind wichtige Leute, die hier Informationen geben. QAnon, sagt man, ist ganz oben angesiedelt in den Geheimdiensten oder bei Trump, wer weiß. Es ist eine ganze Gruppe, die sich damit befasst. Sind sehr viele Details darüber. Und ich empfehle auch Oliver Janich oder Jürgen Elsässer oder Michael Friedrich Vogt oder Christian Anders. Christian Anders ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Er hat sehr, sehr viel Wissen. Natürlich ist er nicht besonders beliebt, weil er die harte Wahrheit ausspricht. Und Wahrheit, man sagt ja, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd. Ich glaube, das reicht nicht mehr in unserer Zeit. Denn es gibt viele, viele Morde. Gerade auch, ihr könnt euch angucken, Traugott Ikerod in YouTube. Der berichtet von Eingeweihten, die sehr viele Details benannt hatten, sind alle ermordet worden. Und ihr seht das mit den Kinderschändungen in Brüssel.
Detroit, da gibt es schon, ich glaube, 27 ermordete Zeugen, oder sagen wir mal, die sind mit außergewöhnlichen Umständen ums Leben gekommen, gegen Brücke gefahren, aufgehängt, ertrunken. Alles junge Menschen, ziemlich mitten im Leben. Oder ich erinnere mal an den Professor, der aufgedeckt hat die Doktorarbeit von einem der ganz großen Politiker bei uns. Der kam unter eine Straßenbahn in England. Ja, kann ja passieren. Oder einer, der die CD verkauft hat an Deutschland, an die Geheimdienste wurde das wohl übergeben, mit den Steuerhinterziehungen, die große Geschäftsleute, die da mit verwickelt waren, Steuerhinterziehungs-CD, der ist in der Polizeizelle in Berlin gestorben. Zufall, ne? Oder der die Krankenakte von Michael Schumacher verkauft hatte. Ja, der ist natürlich gestorben. Es war auch ein Junger. Also unsere Welt ist verdammt nochmal brandgefährlich. Es barschelt hier und möllemannt hier und heitert hier. Und es ist gigantisch. Aber wir haben eine Chance durch die jetzige Situation, dass diese satanische Elite verfolgt wird. Denn die sind ja bestimmend für die Kriege und das Elend und das Leid und Kinderschändung und so weiter. Guckt mal rein bei mir in Facebook. Euer Volker Schäffler. Ich muss es ein bisschen kurz machen. Ich will euch nicht überfordern. Mein Hundchen kommt auch gerade hier. Ist er mein Hachiko? Er wundert sich, dass ich mich so heute in weiß gekleidet habe. Er denkt, ich bin heute ein Schwan. Wir gehen nachher Schwäne füttern. Sind aber übrigens nicht viele Schwäne da, sonst sind 100 Schwäne da jeden Tag im Winter, die ich füttere. Dieses Jahr gar nichts. Wo sind die? Wenige. Ein junger Schwan war hier. Und ich habe einen Nachbarn hier auf der Straße getroffen, einen Taxifahrer, der sagte mir, in Pötenitz, das ist 10 Kilometer von Schönberg weg, Richtung Ostsee, sind ungefähr 1000 Schwäne auf den Feldern. Das sind alles Schwäne, die sonst immer hier gewesen sind. Die haben eine neue Futterstelle gefunden. Da hat wohl einer was besonders Leckeres angebaut und da gehen die jetzt hin. Es war ja die ganze Zeit kein Schnee. Erst seit heute oder gestern haben wir Schnee und gleich 20 Zentimeter. Das kann natürlich dann sein, dass sie doch wiederkommen, die Schwäne, denn unterm Schnee finden die ja nichts. Okay, das war's schon. Alles Gute, euer Volker Schäffler.